Zum zweiten Mal öffnete die Halle 1 des Messegeländes in Leipzig ihre Tore und lud zur Manga Comic Convention 2015 ein. Insgesamt 93.000 Besucher strömten vom 12. bis 15. März durch die Gänge der rund 280 Aussteller vor Ort. Neben der Vielzahl von Veranstaltungen wie dem 5. European Cosplay Gathering, bei dem Cosplayer wieder ihr Showtalent zeigen konnten, gab es auch wieder einige Händlerstände mit jeder Menge Merchandise zu den Lieblingsserien und Filmen zu entdecken. Das Animando-Team war zusammen mit Mikiko Poncek auf der MCC unterwegs. Mit Kamera und Mikrofon bewaffnet haben sie sich durch die Cosplayer geschlagen und die Messe erkundet, mitsamt den Informationen zu den aktuellen Anime- und Manga-Releases. Ja, ich bin hier mit der Katrin von Tokyo Pop und ich werde sie jetzt ein bisschen mit ein paar Fragen bombardieren. Erstmal, wie läuft denn die Leipziger Buchmesse bzw. die Manga Comic Con für euch dieses Jahr? Ja, wir können uns nicht beklagen. Wir haben ja hier unseren schönen großen Stand extra aufgeteilt mit Shonen und Shoujo, damit die Leute auch schön Platz haben zum Gucken. Und klar, ich meine, es geht gerade erst los, aber bis jetzt sind wir guter Dinge. Das höre ich gerne. Ja, was habt ihr denn dieses Jahr Neues? Also was ist denn das große... Was gibt es Spannendes, worauf sich die Leute lange gefreut haben, was jetzt endlich da ist vielleicht? Ich meine, natürlich haben wir unseren großen Ehrengast Mayu Sakai da. Da möchten wir natürlich allen, die es noch nicht kennen, wärmstens Sugar Soda ans Herz legen. Wer es lieber ein bisschen noch verspielter mag, da haben wir natürlich von Frau Tanemura den neuen 31 I Dream. Den haben wir jetzt die letzten zwei Tage auch schon gut ausverkauft, da müssen wir morgen erstmal nachlegen. Wollte ich gerade sagen, der ist noch nicht mehr da. Ja. Aber wir haben natürlich nicht nur für Mädchen, sondern auch für die Jungs haben wir gerade ganz frisch am Start Axelworld, die Novel und den Manga. Mhm. Klingt super. Da sollte jeder was finden. Und ihr habt natürlich auch noch Ehrengast eingeladen, nicht wahr? Oder ja. Zwei sogar. Genau. Frau Sakai habe ich ja gerade schon erwähnt. Genau. Und natürlich Takeshi Obata. Oh mein Gott, Gott sei Dank hat es geklappt. Hier sein wird. Ne? Also wir haben ja auch morgens spannend. Immer, wenn wir die Signiertickets vergeben, legen wir erstmal die gesamte Halle lahm. Wir hoffen auch immer noch sehr, dass alles glatt von der Bühne geht und trotzdem Ansagen alle doch nachher glücklich nach Hause gehen können. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die meisten glücklichen Fans werden dann mit einer schönen Signatur nach Hause gehen und dann für alle Ewigkeiten ihren Großenkeln, ihren Enkeln davon erzählen, wie sie mal Obata kennengelernt haben. Selbst wenn es live nichts wird, haben wir wenigstens noch signierte Prints. Also, ah, das ist ja super. Das ist gut zu wissen. So ein kleines Trostpflaster gibt es auch für alle, die zu spät kommen. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich danke. Auch viel Erfolg. Habt noch viel Spaß. Als ganz besonderen Leckerbissen gab es auch in diesem Jahr wieder für die Fans der Serie Sailor Moon eine Fanausstellung. Noch einmal deutlich größer präsentierte sich die Sammlung unter dem Motto Sailor Pride und zeigte alles, was das Fanherz höher schlagen lässt. Zudem war als Ehrengast Marco Albiero am Stand vertreten, der seit 2009 den Style Guide zur klassischen Sailor Moon Anime-Serie zeichnet. Jetzt stehe ich bei Kase und habe natürlich auch ein paar Fragen. Ich fange mal erst damit an, wie ist die Messe denn für euch jetzt im Moment? Wie läuft sie? Super. Ja? Ja. Also es waren schon mehr Besucher da als im gleichen Zeitraum im letzten Jahr und es läuft wirklich super. Da hat man keine Beschwerden, ne? Okay. Ja. So kann es weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn bei euch momentan der absolute Bestseller? Auf der Manga-Seite Tokyo Ghoul. So sieht der aus. Der hat unsere Erwartungen echt in jeder Hinsicht übertroffen. Und da haben wir ja auch den Anime im Programm, den wir als Simulcast schon gezeigt haben, veröffentlicht haben. Und da steht jetzt die DVD-Veröffentlichung an und hier auf der Messe veranstalten wir halt einen Vorverkauf und die Leute können hier am Stand die DVD oder Blu-ray vorbestellen und kriegen dann Poster extra und kriegen einen Tokyo Ghoul Kaffee von uns spendiert und kriegen dann das Produkt zugeschickt, sobald es erscheint. Das klingt super. Ja, wie sieht es denn aus mit Manga? Habt ihr vielleicht einen Geheimtipp? Etwas, was die Leute vielleicht nicht auf den ersten Blick in die Hand nehmen würden, aber trotzdem super ist. Also wir lieben bei uns im Büro die Serie Lindberg. Mhm.
Das ist eine Geschichte, die im weitesten Sinne Ghibli-esk ist. Also sowas wie Schloss im Himmel. So eine Abenteuergeschichte, eine abgeschlossene Serie mit wenigen Bänden und ist vom Zeichenstil doch auch für westlich orientierte Comic-Leser, also Leute, die franco-belgische Sachen lesen, interessant. Und ja, die lieben wir. Also vom Cover her kann ich auch sagen, sieht sehr schön aus. Ja, wie sieht es denn aus bei Anime? So zum Abschluss vielleicht noch eine Anime-Empfehlung? Da ist ja jetzt gerade die zweite Staffel von Magi gestartet. Magi, also ich bin aufgewachsen mit den ZDF-Animes. Ich habe Sindbad gesehen und hab das geliebt. Und Magi, das ist ja so eine 1001-Nacht-Geschichte, so ähnlich vom Schauplatz wie Sindbad, aber eben erzählt mit den Anime-Stilmitteln von heute, also eher so im Stil von One Piece, mit mehr Action und da ist jetzt die zweite Staffel gerade gestartet und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu gucken. Klasse, danke für die ganzen Tipps und Empfehlungen und ja, also das war ein Einblick in Kasés Programm. Wer neben dem Messetrubel und den vielen Neuankündigungen eine Verschnaufpause brauchte, konnte sich im Anime-Kino einen Platz suchen oder es sich in der neuen Comic-Leseecke gemütlich machen. Auch ganz neu dabei war der Games Room mit 15 Konsolen, auf denen die neuesten Spiele für PlayStation, Xbox und Wii angetestet werden konnten. Und wenn die fantasievollen und aufwendig gestalteten Kostüme der Cosplayer so allmählich Richtung Ausgang wandern und die Sitzplätze sich leeren, ist auch die MCC 2015 zu Ende. Ein Wiedersehen ist vom 17. bis 20. März 2016 geplant.